Ihr wollt wissen, was der Bogen soll? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen... Was wollen wir eigentlich? Genau, wir wollen hier nochmal 6 von diesen wunderschönen Mixern hinstellen. Denn wir brauchen noch diese... wie heißt das Zeug da unten? Also ich habe schon mal, wie versprochen, hier die ganzen Rohrleitungen und die anderen Sachen hier angeschlossen, hin und her gemacht. Auch da vorne schon ein bisschen. Wir brauchen Salpetersäure. Genau. Und dafür brauchen wir Mixer. So. Ich habe auch schon mal mit dem Zug alles Mögliche an, wer essen sie hier? Die Ömmelse hier. Aluminiumplatten, genau. Geholt. Mann, heute läuft ja richtig gut. Schauen wir mal, habe ich alles dabei für die Produktion? Das ist die Frage. Also, ich brauche auf jeden Fall 6 hier unten. Da wären auch noch mal 3, aber die haben mit diesem... Okay, die haben mit dieser Endstufe nichts zu tun. Das heißt, da bräuchte ich... mein Gedanke ist gerade, stelle ich jetzt einfach 12 Stück auf und habe dann damit Ruhe? Wo sind denn die anderen? 3 fehlen mir nämlich noch. Da ist Diluted Fuel. Wo müssen denn noch 3 sein? Ich guck gerade hier schön über meinen. Ah, da sind nochmal 2. Okay. Das könnte man tatsächlich machen, weil die brauchen wir da hinten definitiv. Also können wir schon mal 8 aufstellen. Mal gucken, dass ich das jetzt richtig plane. Da ist das. Da brauchen wir 6, da brauchen wir 2, sind 8. Da hätten wir nochmal 3. Theoretisch müsste hier irgendwo noch ein Einzelner dann rumstehen. Aber wofür bräuchte ich den denn wohl? Das ist leider ein bisschen schlecht. Okay, den suche ich ihn anders mal. Verdammt. Das hier waren 9, das passt. Rechnen wir mal eben. Wir hatten 21 Stück, ne? 9, dann die 6, die ich gesagt habe. Plus nochmal 2 sind. Dann haben wir hier noch 3. 4, dann habe ich hier irgendwo nochmal 3. Bleibt nochmal einer über. Okay, das wird sich irgendwann herausstellen. Also wir können auf jeden Fall 8 Stück davon hinbauen. Zeug habe ich scheinbar genug dabei. Dann machen wir das doch mal. Wir haben da 9 stehen. Wir brauchen nochmal 8. Das Praktische ist nämlich, dass was aus dem einen rauskommt, muss in die anderen auch tatsächlich noch wieder rein. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wo haben wir es? So, wir haben das da hingesetzt, das heißt, wir setzen uns den da hin. Das ist so die Höhe, genau. 1. 2. 3. 4. 5. Ups. 6. So, drehe ich die beiden jetzt um. Wobei dann... Nee, machen wir nicht. Weil jetzt holen wir uns da hinten raus und stecken es da wieder rein. Genau. Da klang jetzt auch irgendwie falsch, ne? Und dort.
8. So, es bleiben 4 Mixer über. Wo packen wir... brauchen wir den da? Egal. So. Das ist ja jetzt Gott sei Dank hier relativ einfach. Das Zeug, was aus den Vieren hier rauskommt. Salpetersäure. So, das muss von hier aus in die Richtung. Ich könnte natürlich jetzt überlegen, ob ich die einfach da oben so reinpacke, aber das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich ziehe das lieber in die Richtung. Das heißt, wir setzen uns jetzt wunderbar, nee, den hier. Wir setzen uns das nämlich schön hier hin. Aber genau da sitzt da halt scheiße. Okay, dann setzen wir uns den dorthin. Die müssen sowieso hinten rum, das ist nochmal separat. So, dann sagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir hier hin. Wie siehst du aus? Du siehst auch gut aus. Dann machen wir jetzt... Da können wir bis da vorne hingehen. Das ist auch gut. Farbe muss ich nochmal ändern. Nein, nicht dahin. Wer war auch... Sag mal. Ich jetzt so blöd. Danke. Farbe. Haben wir gesagt, ist diese hier. Jetzt müssen wir einmal eben durchziehen. Und dann wird der Spaß nämlich geändert. Ab jetzt soll das auch wirklich Standard sein für Rohre. Dann nehmen wir uns das. Und wir gehen damit einmal schön hier entlang. Dahin. Und dann geht das hier einmal rum. Das klingt doch nach einem Plan, oder? So, und jetzt müssen wir nur gucken. Dass wir die hier dran kriegen. Nee. Dort hätten wir dich gerne. So, ich glaube, bei den hinten kommt sowieso keine Flüssigkeit raus. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir uns wieder den Kollegen gönnen und da oben rein. So. Jetzt gehen wir gleich einmal zusammen den Spaß durch hier. Und zwar... Wir haben jetzt unser Atommüll. Der kommt auf diesem Band, geht hier aus Gründen runter, rüber, rauf, da oben hoch, wird einmal da hinten hingebracht zum Teil und einmal hier entlang und dann ab dort in 4 Stück verarbeitet, genauso wie da vorne. Das heißt, darum haben wir uns schon mal gekümmert. So, die arbeiten, der kann arbeiten, diese hier können arbeiten, sobald hier was rauskommt. Das heißt, wir müssen uns um das kümmern, was hier rein soll. So, jetzt nehmen wir uns die Salpetersäure, sagen Einstellung kopieren.
Wir brauchen Stickstoffgas und Wasser dafür. Und Eisenplatten. So. Kopieren. Einfügen. 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 Und da müssten wir eigentlich durch sein. So. Hier hinten. Hier müsst mir jetzt diese Rahmen machen. Heat fused frames oder verschweißte Rahmen. Sehr gut. Für euch ist nämlich der letzte Rest das, was da rauskommt. Und das machen wir uns jetzt ganz einfach. Wir setzen uns hier. Ich hätte auch einfach die 0 drücken können. So, wir setzen uns das nämlich hier wieder genauso hin wie da. Da hatte ich das genau auf diese Kante gesetzt. Perfekt. So, hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soweit brauche ich gar nicht, weil ich muss nur 2 davon bedienen mit dem hier. Das heißt, es geht bis hier hin. Und da ich garantiert auch noch eine andere Flüssigkeit brauche, machen wir das mal bis dahin, oder? Was brauchen wir? Genau, hier brauchen wir Stickstoffgas und Wasser. Das heißt, wir können hier unten noch was anderes hinsetzen. Das wird genau bis dahin gehen, ist getrennt. So, manchmal mache ich mir tatsächlich Gedanken darum, wie etwas funktionieren könnte. Das mag man kaum glauben. Ist aber so. So, wenn ich dich jetzt hier hinpacke, kann ich sagen, du läufst von dort da lang, gehst von da darüber. Dann erlauben wir uns den. Und hier erlauben wir uns den. Treibstoff. Mann, das wird aber auch eine Suppe, die da gebraut wird. Ne? So, damit haben wir die schon mal richtig schön sauber dran. Wir haben also ordentlich ordentlich schon mal das Gas mit reingebracht. Sehr gut. Sprit, hat er gerade gesagt. Wir brauchen Sprit. Wo brauchen wir denn noch Sprit? Na, irgendwo hatte ich doch gesagt, diluted fuel, ne? Weil vielleicht finde ich damit nämlich meinen meinen Sprit. Da ist Fuel 60, okay. Wer kommt von den anderen drei? Und das Zeug ist einfach nur Wasser, Heavy Oil Residue. Okay. Ich muss sagen, das ist echt ein ziemlich kompliziertes Ding. Den Link dafür haue ich wieder unten in die Videobeschreibung. Den habe ich schon mal irgendwann gemacht, aber irgendwie nichts dazu gesagt. Also, dann könnt ihr euch das Teil mal angucken. Und ja, wir gehen hier gerade so ein bisschen durch alles Mögliche hindurch. Mir fehlt immer noch einer von den Mixern und ich weiß nicht, wo er hin ist. Aber übersehen habe ich auch keinen. Oder habe ich mir irgendwas falsch aufgeschrieben und einen zu viel drin? Ich habe einen zu viel drin. Ich brauche nur 20 und nicht 21. Kann ich ja ewig suchen. Hier, dann stellen wir die letzten drei doch auch noch auf. Die letzten drei brauchen wir für Sprit. Weil dann haben wir den Spaß hinter uns. Und den Sprit brauchten wir hier und noch woanders. Okay, kein Problem. Das heißt, die packen wir uns hier hin. Aber dann haben wir
wenigstens alles, was mit Sprit zu tun hat, mit Mixen zu tun hat, hier unten. So, ich hätte ich gerne auf der Höhe wie den, genau, aber dann dorthin. So. Jetzt fehlen mir Motoren. Da sind sie nicht. Pass auf, wenn wir gleich hier mit durch sind, die drei da hingebaut haben. Machen wir. Hier ist mal nichts mehr drin, da ist auch nichts mehr drin. Dann machen wir das anders. Wir packen uns Schilder hin. Die Zeit nehmen wir uns heute. Da sind Motoren. Näher ran. Zack. So, da sind die drei. Jetzt steht da noch einer. Modulliste bearbeiten. Mixer weg. Wir brauchen keine Mixer mehr. Wunderbar. Das hat doch schon mal gut geklappt. So, die brauchen nämlich hier Fuel. Fuel kommt da oben drauf. Und wie mache ich das? Ziehe ich jetzt einfach von hier aus den Fuel von dem zumindest so da rein. Dann geht der Spaß. Also ja, die Rohre muss ich dann farblich noch ändern, das weiß ich. Brauche ich dich hier? Hätte dich aber gerne. Jetzt wird der. Das ist noch ein bisschen schade, weil das jetzt so hoch ist, snappt der nicht mehr an, aber ich müsste doch eigentlich das so hinkriegen können. Aber das schaffen wir. So. Jetzt war wieder das von oben nach unten. Jetzt. So. Und wir hauen einfach. Nein. Machen wir doch nicht so. Das machen wir anders. Wir wollen das da haben. So. Von da nach da. So dran. Den dahin. Dann packen wir den hier oben drauf. Wie wir sagen, so. Und du gehst jetzt einmal schräg darüber. Perfekt. Und gleichzeitig wirst du genommen und gehst hier vorne hin. Das haben wir. Ja, das ist natürlich genau gegenüber passend, aber das wollen wir so nicht. So, und von da oben rein. Also fließt der Spaß jetzt hier rum, geht da oben in die Leitung, wird dort abgezwackt und dann kann es da weitergehen. Perfekt. Ich habe mir auch noch, aber wie auch immer. So passt das auf jeden Fall. Wir kriegen das da oben rein. Alles toll. Ihr macht verdünnten Treibstoff. So. Damit passt das auch schon mal. Schilder. Ich war so frei. Hier läuft eine ganze Menge noch durch.
was da nicht mehr läuft. Ich habe irgendwo in einem dieser Container. Okay, von da hinten kommt schon nichts mehr. Das heißt, wenn, dann müsste es ja dort drin hängen. Jetzt sind nur die. Okay, oder ist das schon? Da hängt so ein Säckle rum. Wir wollen Schilder machen. Nee, Organisation ist das. Und zwar brauchen wir tun jetzt so, als wäre das nie passiert. Hätte nicht das falsche Material hier hingebracht. Und das wäre alles tutti. Okay. Ja, bitte. Ja, einfach Folgendes. Wir ignorieren das und machen Schilder ein anderes Mal. So, was ich nämlich noch machen muss. Wir haben auf der Höhe den Wasserballon. Ich möchte eigentlich, brauche ich nämlich, das ist tierisch praktisch eigentlich, quasi direkt hier drüber, genau einen mehr. Also ich brauche 11 von den Eumeln, ne, beziehungsweise 10,5, um 210 von diesen ummantelten Uranzellen zu machen. Und 10 davon müssen wieder in den Bahnhof rein. Das heißt, also sollen dann darüber gebracht werden, fertig. Die sind halt für die Nukes. Und dann wäre es ja eigentlich ganz praktisch, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen, erstmal, wir gucken uns jetzt nochmal an, wie groß ist hier so ein Ding und bis wohin würden wir gehen. Dahin, das heißt, wir können tatsächlich direkt den daneben nehmen. Also ab hier so. Den Spaß hochbauen. Und wie hoch wollen wir den bauen? Du gehst einmal da hoch. Hab's den noch nicht. Da gibt es hier keine Leiter, dass man da ganz hoch kann. Ein bisschen enttäuscht. Ach, da gibt es. So. Sieht ja ganz schön aus da unten. Ne? Wunderbar. So, obendrauf. Dann machen wir es nur da dran. Ist, glaube ich, besser für Wände und sowas, wenn wir es nur da dran machen. Ja, nur da dran. So. Jetzt ziehen wir falsche Richtung. In die Richtung, bitte. Aber das ist die Höhe, auf der wir definitiv eine nicht oben drauf. Nur da dran. Okay. Also das ist die Höhe, auf der wir definitiv schön die nächste Ebene machen können. Weil das kann man ja auch ruhig mal so ein bisschen durch die Decke gehen lassen. Durch die Decke gehen lassen. Ja, ja, ich weiß. Albern. So. Dann ziehen wir schön einmal da lang. Dann kommen die Eumels nämlich da oben drauf. Das passt auch da ganz gut. Ja. Ist ja irgendwie kein Wunder ist, aber egal. Muss ja dann sowieso gucken hier mit der Bahn und so. Da geht, in dem Gebäude geht mal ein bisschen was ab. So richtig. Nee, nicht schief. Da möchte ich gerne den Spaß drüber ziehen. Weil das Praktische ist ja, das Zeug, was ich hier unten verbrauche, wird dann exakt darüber hergestellt. Dann habe ich ja das schon mal ganz gut. Ne? Also komme ich da vernünftig dran und alles. Das ist doch
ehrlich gesagt recht praktisch. So. Wie machen wir das hier? Der Kollege mit den Coupons, der steht natürlich auch frei. Sehr gut. Jetzt können wir doch eigentlich von da aus da runterspringen. Erstmal gucken, was fehlt uns denn für die Eumels. Kabel. Einfach. Verdammt. In erster Linie Kabel, richtig? Kabel und Motoren. Kabel und Motoren. Wo waren die Kabel? Waren Kabel weit hierhin? Nein. Nein. Da weiß ich das. War ich mir relativ sicher, dass da nicht Kabel dazwischen sind, sondern erstmal diese drei Sachen, die wir separat hergestellt haben. Die Funksteuereinheit hier, genau. Kunststoff. Motoren. Alles nehmen. Wir könnten, was können wir denn jetzt beiseite tun, weil wir es gerade nicht brauchen. Brauchen wir die Dinger? Nein, das heißt, wir müssen einmal gucken. Kabel, wo waren die? Hier sind Kabel. Dritte. Ihr kommt bitte da rein. Kabel ist dritte. Dritte wäre dieser. Nehmen, fertig. So. So. Dann fliegen wir ein bisschen hier hoch. Hier hin, das ist schon mal ganz gut. Wenn ich den nehme, so da drüber ziehe. Ja, da machen kann ich auch noch. Das ist ein bisschen blöd, dass der jetzt nicht zu denen da unten snappt. Das wäre natürlich richtig schön. Wie kriegen wir das hin? Ich glaube, der steht genau an der Kante. Ne? Also. Da jetzt noch. Noch ein. Den Kollegen. Und dann geht der bis an. Diese Mittellinie. Da setzen wir hin. Und das sieht gut aus. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, jetzt müssen wir das nur noch dahin weitermachen und gut ist. Das ist dann das, was ich wieder ohne euch mache, damit es nicht so langweilig wird. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen!